Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP. Herzlich willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Im ersten Part haben wir den Opfi-Pieps von Oma Utz hier im Klo versenkt. Die einen würden es als Unfall bezeichnen. Ich würde es als hervorragenden Start in dieses Let's Play bezeichnen. Nein, eigentlich nicht. Der arme Opfi-Pieps. Da schwimmt er, oder... Naja, zumindest zuckt er noch. Das ist ein gutes Zeichen. Ich weiß nur nicht, was ich genau hier noch alles machen kann. Rufus spielt dabei Luftgitarre. Das macht man nun mal so, wenn man den Opfi-Pieps von Oma Utz im Klo versenkt hat. Das ist doch unfassbar. Der Kasten. Was können wir damit machen? Genau, das konnten wir damit machen. Und ich glaube, da haben wir doch was Wunderbares im Inventar, was ich jetzt übrigens über diesen netten Griff hier aufrufen muss, weil irgendwie mein Mausrad hier nicht funktionieren will. Wir haben auch eine Tischdecke dabei. Interessant. Yay. So. Probieren wir mal den Stromumkehrer aus. Wenn das alles stimmt, dann muss er sich ja um 180 Grad gewandelt haben. Hat er. So ist es ja auch. Als hätte man bei ihm einen Stromumkehrer eingebaut. In gewisser Weise schon. So, Opfi-Pieps. Auf keinen Fall soll er Opfi-Pieps so viel zu trinken geben. Oh nein, ich hab's gewusst! Wenn das deine einzige Sorge ist... Von sowas kann ein kleiner Vogel eingehen. Rufus wird schon nicht aus Versehen deinen Vogel ertränken. Ich sehe das jetzt erst! Oh mein Gott, guck mal! Opfi-Pieps! Oh nein! Wir würden ihm niemals zu viel zu trinken geben, Oma Utz. Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Ja. Auf jeden Fall. Gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Okay. Hey, Opfi-Pieps, na, wie geht's dir? Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Opfi-Pieps kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Was? Oh. Ach, Oma Utz, als würde das überhaupt nötig werden. Genau, würde das auf gar keinen Fall, nein. Wir würden ihm doch niemals etwas Böses tun oder etwa diesen Knopf betätigen. Oh nein. Nochmal? Gut, ich glaube, so gemein sind sie hier nicht. Gut. Ja, der Opfi-Pieps, der hat's voll drauf. Ihr seht schon, wie er sich verteidigt. Er kämpft um sein Leben. Er ist gar kein Opfi. Oder Opfer. Oder Opfer. Genau. Auf gar keinen Fall. Doc? Darf ich euch kurz unterbrechen? Natürlich. Hast du den Hammer gefunden? Naja, nicht direkt. Er ist in meinem Werkzeugkasten. Du kannst ihn gerne nehmen, solange du mir versprichst, kein Chaos anzurichten. Ich doch nicht. Nein, niemals. Stimmt, das Feuer, das habe ich ganz vergessen, das brennt ja auch noch. Ja. Vielleicht sollten wir mal mit Oma Utz reden. Einfach Darf so. Ich euch kurz unterbrechen? Nee. Okay. Hast du... Naja, er ist... Du kannst so lange... Ich doch nicht. Gut. Okay. Zum Glück haben wir ja die Tischdecke, womit wir das Feuer ganz leicht löschen können. Wenn's damit nicht geht, dann weiß ich auch nicht. Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Rufus doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Frag nur Opfi-Pieps. Okay. Oh, als ich aber... Hey, du! Du hast mich fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Ach, Oma, du hast vielleicht Sorgen. Ja, aber wirklich, Oma. Okay, jetzt hängt auch noch die Tischdecke da drin. Das ist jetzt natürlich böse. Eieieiei. Hier wird man aber auch direkt wieder vor Aufgaben gestellt. So, okay.
drücken wir mal einfach den Knopf. Einfach mal, um zu gucken, was passiert. Ob wie pieps. Gute Fahrt. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Versprochen. Gib keine Versprechen ab, die du nicht halten kannst, Doc. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Dein Rufus scheint sich wirklich gebessert zu haben. Absolut. Ich frag mich nur, wo Opfi-Pieps hin ist. So, nasse Tischdecke. Feuer, das passt jetzt, aber... Na holla! Da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Nein. Ha, genau, genau. Genau. Niemals würde es brennen. Was riecht hier eigentlich so seltsam? Oh. Rufus, hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz' Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Meine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir doch schon. Ich dachte, du seist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Wonach sieht es denn aus? Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran! Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen, was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Oh. Soll ich das wirklich tun? Ach, was soll schon schiefgehen? Ich meine, es ist Rufus. Er weiß, was er tut. Schau gut hin. Rufus, nein. So, zack. Wunderbar. Oh, Doc. Oh nein. Doc. Oh. Doc, das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Doc retten oder nach Elysium? Doc retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur? Okay. Ach, wir retten den Doc, oder? Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Oh, Doc hat sich einen sehr günstigen Platz ausgesucht, um ohnmächtig zu werden. Aber wirklich. Muss ihn irgendwie da wegbekommen, bevor das Wasser in der Vase verkocht ist. Gut. Ja, oh mein Gott. Müsst ihr mich denn immer so vor Probleme stellen? Zum Glück haben wir ja ein gutes Messer in der Nähe. Ich glaube, ich komme ran. Da habe ich mich wohl verschätzt. Muss am Wind liegen. Ja, ich glaube auch. Du würdest dich doch sonst niemals verschätzen. Elysium. Süßes Elysium. Doch retten oder nach Elysium? Doch retten oder nach Elysium? Ich schätze, wir müssen mal wieder das Richtige tun. Und hepp! Zirkusreif wie immer. So, okay. Was machen wir jetzt mit dem Messer? Was haben wir hier eigentlich alles Schönes? Die Guillotine? Den Blasebalg? Das Gas? Den Bunsenbrenner? Und die Vase. Was natürlich eher alles schlecht ist. Feuerwerkskörper? Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Das kitzelt. Okay. Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Genau.
easy und vollkommen realistisch. Absolut realistisch. Ich bin begeistert. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, die am Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Es hat geklappt! Ich habe doch gerettet! Perfekt! Rufus? Rufus? Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus? Natürlich Cletus. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Goal und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte, damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flo Sachs wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Okay. Das Beste für Goal? Wird wahrscheinlich dieser Knopf hier sein. Rote Knöpfe, rote auffällige Knöpfe waren schon immer jeher etwas Gutes. Und deswegen tun wir das Richtige. Ich bin das Beste für Goal. Nein! Halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh. Nein! Goal! Du Idiot! Goal! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Nein! Cletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Cletus! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal! Halte durch! Hey, wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus! Cletus, nein! Cletus! Oh mein... Ach du Kacke! Na toll gemacht! Cletus! Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat.
Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Kohl? Red kein Unsinn. Wenn das Kohl war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Aua. Ich bin nicht auf allen anderen gelandet. Nur im Meer. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den Ältestenrat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht, werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Da kommt er doch. Mit Expresskapsel. Herrlich. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunkenen Notbootwänden. Was in der Tat Kohls Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn man ehrlich das Ende des ersten Teils hatte, eh niemandem gefallen. Und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Und damit saufen und allem. Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Ah, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Rufus, wir brauchen dich nun mal. Die Welt braucht unerschrockene Helden, unverbesserliche Gutmenschen und... Leute, die sich nicht scheuen, auch mal einen roten Knopf zu drücken, wenn es sein muss. Okay. Was haben wir denn hier? Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im Rostroten Meer, weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Klingt gut. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, was wir... als nächstes machen, erfahrt ihr dann in Part 3 von Chaos auf Deponia. Das war euer Weehawk LP.
Die Ereignisse haben sich bereits überschlagen. Was mag uns wohl in den nächsten Parts erwarten? Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.